Jedes Passagierflugzeug ist ein fliegendes Lebenserhaltungssystem. Im Inneren wird der Luftdruck künstlich erhöht, damit der Mensch auch hoch über den Wolken überleben kann. Kommt es zu einem Druckverlust, wird der Flug zum Albtraum. United Airlines Flug 811. Vor uns und an der Seite war nichts mehr. Die ganze Seite des Flugzeugs war weg. Aloha Flug 243. Alles flog herum und wurde herausgesaugt. British Airways Flug 5390. Ich werde das nie vergessen. Sein Gesicht schlug auf der Seitenscheibe auf, doch er hat nicht einmal geblinzelt. Mayday! 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 Wir haben hier einen Notfall. Manchmal bringen erst schreckliche Unfälle versteckte Gefahren ans Tageslicht und verändern so die Flugzeugkonstruktionen. Leider muss es erst genug Tote geben. An zu vielen Veränderungen in der Luftfahrt hängt viel Blut. Hier wird der Airbus A320 hergestellt. Nach der Boeing 737 ist er das populärste Flugzeug, das jemals gebaut wurde. Fast 2000 dieser Jets sind weltweit in der Luft unterwegs. Der Airbus ist sicher und zuverlässig, das fliegende Äquivalent zu einem Minivan. Die Außenhaut aus Aluminium ist nur knapp 2 mm dick, gerade einmal so dick wie eine Münze. Doch es ist genau diese Außenhülle, die die Passagiere schützt. Denn der Himmel ist dem Menschen keineswegs so friedlich gesonnen, wie es scheint. Manche Leute halten Fliegen für selbstverständlich. Es macht dabei kaum einen Unterschied, ob man in einem kommerziellen Flugzeug in 11.000 Meter Höhe sitzt oder in einer Raumkapsel im Orbit. Beides sind Lebenserhaltungssysteme, um die herum eine feindliche Außenwelt existiert. Draußen sind 50 Grad minus. Die Luftströmung wäre tödlich. Normalerweise befindet sich der Mensch nicht in einer so lebensfeindlichen Umgebung. Doch jeden Tag fliegen Millionen Menschen 3000 Meter höher, als der Mount Everest hoch ist. Alles, was wir zum Leben brauchen, haben wir hier unten, in diesem Meer von Sauerstoff. Doch wenn wir zu hoch schwimmen, können wir nicht überleben. In großen Höhen sinkt der Luftdruck und der Mensch wird nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt. Während des Steigflugs nimmt der Luftdruck der Umgebung immer weiter ab. Damit die Passagiere trotzdem richtig atmen können, muss der Luftdruck im Flugzeug künstlich erhöht werden und übt starken Druck auf den Flugzeugrumpf aus. Bei einem durchschnittlichen Flugzeug muss jeder Quadratmeter des Flugzeugrumpfs mehr als 5000 Kilogramm Druck standhalten. Normalerweise funktioniert das. Der Flugzeugrumpf widersteht dem Druck. Doch nur, weil die Flugzeugkonstrukteure aus tragischen Fehlern lernen mussten. Natürlich wollten wir immer Dinge verbessern. Leider warten wir immer, bis es genug Tote gibt. In den 50ern führten mehrere Flugunfälle zu Veränderungen, die auch heute noch wichtig sind. Die Comet erobert neue Ufer in der Luftfahrt. Sie ist schnell wie nie zuvor und setzt neue Standards. Die Ära der großen Passagierjets begann mit der Einführung der de Havilland Comet. Zum ersten Mal wurden in der zivilen Luftfahrt Strahltriebwerke verwendet, damit kommerzielle Maschinen höher fliegen konnten als je zuvor. Großbritannien ging mit der Comet ein großes Risiko ein. Es wollte zeigen, dass in der Personenbeförderung wirklich mit dem Land zu rechnen ist und ging mit dem ersten erfolgreichen Passagierflugzeug an den Start.
Doch schon 2 Jahre nach dem ersten Flug zerfiel der Mythos vom Juwel Großbritanniens. Es muss schrecklich gewesen sein, doch wenigstens ist es schnell gegangen. Anhand der Leichen, die man bergen konnte, fand man heraus, dass der Luftdruck die Lungen zum Platzen brachte. Doch gleichzeitig hat der Luftzug die Leute aus den Sitzen gerissen und viele wurden mit dem Kopf gegen die Wände geschleudert. 3 Monate später zerbrach eine weitere Comet in der Luft in ihre Einzelteile. Die zuständigen Behörden befürchten, dass jede Comet eine fliegende Zeitbombe sein könnte. Die gesamte Flotte musste vorerst am Boden bleiben. Die Konstruktion der Comet war eigentlich sehr gut. Nur eine Sache hatten sie nicht bedacht, weil sie es nicht besser wussten. Die Ingenieure wussten nicht, dass sie einen tödlichen Konstruktionsfehler in die Maschine eingebaut hatten. Ermittler wollten diesem Fehler auf die Spur kommen. Deshalb ließen sie einen großen Wassertank bauen, in den eine Comet eingelassen wurde. Dann wurde der Druck in dem Tank angehoben und wieder gesenkt. Damit sollten Flüge simuliert werden. Das Experiment lief 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Nach ungefähr 3000 simulierten Flügen zeigte sich die Achillessehne des Flugzeugs, die viereckigen Fenster. Die Konstruktion hatte eine Schwachstelle, die scharfen Kanten. An diesen Stellen wurde die Konstruktion großen Belastungen ausgesetzt. Dort bildete sich ein Riss, der sich dann schnell auf die ganze Struktur ausweitete, was zu einer dramatischen Dekompression führte. Der modernste Jet der Welt scheiterte an der Materialermüdung. Der Rumpf des Flugzeugs konnte dem äußeren Druck nicht mehr standhalten. Das Flugzeug wurde durch den Druck einfach auseinandergerissen. Doch die Unfallserie der Comet führte dazu, dass heute jedes Flugzeug sicherer konstruiert ist. Beim Airbus A320 sind die Fenster abgerundet, damit sich der Druck nicht in den Ecken staut. Solche Fenster gibt es heute in allen Passagierflugzeugen. Zusätzlich stabilisieren Nieten die Außenhülle des Flugzeugs. Sie sorgen dafür, dass sich Risse nicht ausbreiten können. Er ist so konstruiert, dass ein Riss nur bis zur ersten Naht geht und dann nicht weiter. So ist er eine sichere Konstruktion. Doch 34 Jahre nach dem Absturz der Comet mussten die Flugzeugkonstrukteure aus einem weiteren tragischen Unglück lernen. Auch die zusätzlichen Nieten, die eigentlich Leben retten sollten, hielten dem Luftdruck nicht stand. Ein Bekannter bei der Luftverkehrsbehörde erzählte mir, nach dem Unfall konnte ich mein ganzes Wissen über Metallurgie vergessen. Das Airbus-Werk in Toulouse, Frankreich, fertigt täglich eine A320. Extrem leichte und trotzdem strapazierfähige Titaniumnieten stabilisieren den Rumpf des Flugzeugs. Ganze 3000 Nieten werden gebraucht, um die einzelnen Teile zusammenzuhalten. Weitere 3000 werden pro Tragfläche benötigt. Ohne diese Nieten könnte das Flugzeug dem Luftdruck im Inneren nicht standhalten. Doch auch die Nieten sind keine hundertprozentige Garantie. Der 28. April 1988. Aloha Airlines Flug 243 startet vom Flughafen Hilo nach Honolulu. Dieser Kurzstreckenflug ist der 9. Flug an diesem Tag für die Maschine. Doch das ist Routine für die Maschinen der Fluggesellschaft. Den wenigsten Passagieren ist bewusst, dass sie sich in einer Druckkabine befinden, in der der Druck künstlich aufrechterhalten wird. Die Luft drückt ständig von innen gegen die Wände des Flugzeugs und versucht, nach draußen in die Atmosphäre zu gelangen. In der Passagierkabine bleibt der Druck jedoch konstant. Eine künstliche Atmosphäre wird erzeugt. Als das Flugzeug seine Reiseflughöhe erreicht, sinkt der äußere Luftdruck auf einmal drastisch ab.
In so einem Fall zweigen wir von den Triebwerken Luft ab. Im Inneren können wir dann den Druck mit Ventilen regulieren. Die Luft in der Kabine setzt den Flugzeugrumpf großem Druck aus. Sie bläst ihn auf wie einen Ballon. Doch jeder moderne Jet ist so konstruiert, dass er diesem Druck standhält. Es gibt eine spezielle innere Struktur bei jedem vollständig aus Metall gebauten Flugzeug. Denn ohne diese Struktur würde die Außenhülle einfach zusammenfallen. Unter der Außenhülle besteht der Flugzeugrumpf aus einem Schott und ringförmigen Spanten. Außerdem durchziehen Stringer den Flugzeugrumpf. Dadurch wird er noch zusätzlich stabilisiert. Die Kabine benötigt maximale Stabilität, denn sobald das Flugzeug in die Luft steigt, wird sie hohem Druck ausgesetzt. An jenem Tag im April 1988 mussten die Passagiere erleben, was passiert, wenn sie diesem Druck nicht mehr standhält. Ich sah einen Blitz und dann boom. Alles wurde aus dem Flugzeug hinausgesaugt. Die Ereignisse an Bord von Aloha Airlines Flug 243 nennen Experten explosive Dekompression. Während des Flugs reißt die Kabinendecke ein. Der Riss breitet sich aus, bis sich ein Teil der Kabinendecke vom Rumpf löst. Die Folge: plötzlicher Druckabfall in der Kabine. Das muss man sich einmal vorstellen. Die Kabinendecke wird weggerissen und auf einmal bläst ein Wind durch die Kabine mit fast 500 Kilometern pro Stunde. Die Passagiere haben sich auf Frühling auf Hawaii eingestellt und nicht auf minus 50 Grad. Jede Minute länger unter diesen Bedingungen und sie müssen sterben. Wir müssen landen! Captain Bob Schornsteiner leitet sofort den Sinkflug ein. 20 Meter pro Sekunde. Die Belastung droht, das Flugzeug auseinanderzureißen. Der Mann meiner Sitznachbarin saß auf der anderen Seite. Sie versuchten, sich die Hände zu reichen und sich voneinander zu verabschieden. Doch das Unglaubliche gelingt. Die Besatzung kann das schwer beschädigte Flugzeug sicher landen. Trotz der explosiven Dekompression hat es nur einen Toten gegeben. Eine Flugbegleiterin, die aus dem Flugzeug gesaugt wurde. Der zuständige Ermittler der US-amerikanischen Flugsicherheitsbehörde NTSB, Jim Wilday, untersucht die Absturzursache. In seinem Labor macht er eine beunruhigende Entdeckung. An einigen Wrackteilen des Flugzeugrumpfes findet er etliche haardünne Risse. Sie befinden sich genau neben den Löchern der Nieten und sind für das bloße Auge kaum sichtbar. Doch sie sind ein klassisches Zeichen für Metallermüdung. Metallermüdung klingt zunächst sehr exotisch, aber es bedeutet etwas ganz Einfaches. Jedes Metallteil gibt irgendwann nach. Wir haben alle schon mal versucht, eine Dose zu öffnen und haben es nicht geschafft. Doch irgendwann durchschneidet der Dosenöffner auch das letzte Stück. Genau das passiert bei Metallermüdung. Ein Flugzeug ist nicht starr. Wegen des abnehmenden Außendrucks dehnt sich die Kabine in zunehmender Höhe aus. Der Rumpf eines Flugzeugs atmet im Grunde. Er dehnt sich aus und zieht sich zusammen, je nach Flughöhe. Auf dem Boden ist er zusammengezogen. In einer Höhe von 7000 Metern dehnt sich der Rumpf aus. Wenn man sich oben auf den Rumpf der Maschine setzen könnte, würde man merken, wie sich die Kabine ein Stück ausdehnt. Während der Landung gleicht sich der Unterschied zwischen Außen- und Innendruck wieder aus. Der Flugzeugrumpf zieht sich wieder zu seiner normalen Größe zusammen. Das Flugzeug ist ständig unterschiedlichem Druck ausgesetzt. Das schwächt mit der Zeit die Flugzeugstruktur. Die Aloha-Maschine war 19 Jahre alt. Eine Boeing 737 ist für ungefähr 20 Jahre aktiven Flugbetrieb ausgelegt. Das entspricht ungefähr 75.000 Flügen. Doch die Ermittler finden heraus, dass die Aloha-Maschine 89.000 Flüge hinter sich gebracht hat.
Durch die vielen Kurzstreckenflüge zwischen den hawaiianischen Inseln musste die Maschine schon mehr Druckveränderungen durchmachen als andere Flugzeuge. Sie haben etwas gesehen, als Sie an Bord gingen. Was war das? Ualdi befragt die Passagiere von Flug 243. Dabei erhält er einen entscheidenden Hinweis. Eine Frau hat einen kleinen Riss im Flugzeugrumpf gesehen, gleich neben der Tür. Die Zeugin hat einen Riss in diesem Bereich gesehen. Und wir fanden weitere Ermüdungsrisse hier hinten. Hier sind beide Risse zusammengekommen. Ein Stück hat sich gelöst und das andere ging hier nach oben weg und löste sich nach rechts. Doch wie konnte die Aloha-Maschine gleich ganze 35 Quadratmeter ihrer Außenhülle verlieren? Seit den Comet-Unglücksfällen hatten Boeing und andere Flugzeughersteller ihre Maschinen so konstruiert, dass sie im Falle eines Unfalls nur einen Bruchteil dessen verlieren sollten. In jeder 737 befinden sich im Inneren des Rumpfes mehrere Verbindungsstücke. Sollte sich ein Riss bilden, kann er sich nur bis zu einem solchen Tearstrap-Verbinder ausdehnen, höchstens 25 cm. So wären Katastrophen wie die Comet-Abstürze verhindert worden. Tearstraps sollen mögliche Risse auf einen Bereich von 25 cm eingrenzen. Bei einem solchen Bereich kann der Druck noch ausgeglichen werden und strukturelle Schäden breiten sich nicht weiter aus. Doch bei Aloha Airlines Flug 243 verhinderten die Tearstraps die Schäden nicht, die durch die Materialermüdung entstanden waren. Die NTSB glaubt, es gab einfach zu viele Risse. Und schließlich verbanden sie sich und rissen ein enormes Loch in das Flugzeug. Doch nicht nur Nieten halten Flugzeuge zusammen. Die Comet-Abstürze zeigten auch, dass auch der Rumpf selbst stabilisiert werden muss. Die Hülle eines Flugzeugs setzt sich aus mehreren Platten zusammen, die einander überlappen. Diese Platten werden mit Epoxid verklebt. Erst wenn das Epoxid hart geworden ist, werden die Platten mit Nieten befestigt. Während seiner Untersuchungen bemerkt Jim Wilde eine eigentümliche Verfärbung an der Stelle, wo einige der Platten einander überlappen. Das dunkle Material hier ist das Epoxid, mit dem die beiden Platten verbunden wurden. Das Weiße hier sind Korrosionsschäden am Aluminium der Außenhülle. Das hawaiianische Klima ist zwar gut für Touristen, aber nicht unbedingt für Flugzeuge. Durch den Ozean kommt es zu hoher Luftfeuchtigkeit und hohem Salzgehalt. In diesem Klima korrodiert sogar der Industrieklebstoff Epoxid. Boeing, die Herstellungsfirma der Aloha-Maschine, hatte sogar einige Warnungen bezüglich des Epoxids veröffentlicht. Wird der Klebstoff nicht bei der richtigen Temperatur aufgetragen oder sind die Platten feucht oder schmutzig, erzielt Epoxid nicht seine volle Klebkraft. Boeing veranlasste detaillierte Inspektionen. Doch die Angestellten von Aloha Airlines hatten das beschädigte Epoxid nicht entdeckt oder zumindest nicht repariert. Die dauerhafte Belastung löste die Verklebung der Platten, sodass die Platten nur noch von den Nieten zusammengehalten wurden, die dann einem enormen Druck ausgesetzt waren. Der meiste Druck lastete deshalb auf der oberen Reihe. Genau an dieser Stelle entstand dann wahrscheinlich ein Riss. Der Riss blieb unentdeckt und die Maschine wurde zu einer tickenden Zeitbombe. Die Außenhülle von Aloha Flug 243 war nicht mehr vollständig funktionstüchtig. Sie war alt, schlecht gewartet worden und hatte schon sehr viele Flüge hinter sich. Seit 1988 haben wir große Fortschritte gemacht. Die Fluglinien haben keinen großen Spielraum mehr bei der Wartung. Ein kurzer Blick auf das Flugzeug reicht nicht mehr aus. Nach dem Unfall der Aloha-Maschine wurden die Wartungsintervalle von Flugzeugen verkürzt. Es ist wichtig, aus seinen Fehlern zu lernen und danach Verbesserungen vorzunehmen. Und das wird bei der Flugzeugkonstruktion gemacht. Aloha Flug 243 war eine Lektion in Sachen Materialermüdung. Doch die gewaltige Kraft des Luftdrucks offenbarte sich nicht zum letzten Mal. 2 Jahre später erfolgte die nächste Mahnung, mit schrecklichen Folgen.
Meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Mein Name ist Tim Lancaster. Herzlich willkommen an Bord des British Airways Fluges nach Malaga. Der 10. Juni 1990. British Airways Flug 5390 verlässt den Flughafen in Birmingham mit dem Ziel Spanien. 87 Personen befinden sich an Bord. 80 Knoten. Zwei Minuten nach dem Start schaltet die Crew auf Autopilot. Captain Lancaster löst seinen Sicherheitsgurt. Ich ging in das Cockpit, um Tim und Alistair zu fragen, was sie trinken möchten. Möchten die Herren einen Tee? Ja, bitte das Übliche. Wenig später, in 5200 Metern Höhe, hat das Flugzeug seine zugewiesene Flughöhe fast erreicht. Doch plötzlich, wie ein Korken aus der Flasche, löst sich die Frontscheibe aus ihrer Verankerung. Captain Tim Lancaster wird aus seinem Sitz geschleudert und gegen den Flugzeugrumpf gedrückt. Dort bläst der Wind mit einer Geschwindigkeit von bis zu 550 km/h. Und die Temperatur beträgt minus 17 Grad. Zusätzlich ist der Sauerstoff knapp. Co-Pilot Alistair Acheson ist mit der Steuerung des Flugzeugs auf sich allein gestellt. Normalerweise können sich Windschutzscheiben nicht so einfach aus ihrem Rahmen lösen. Eigentlich drückt der Luftstrom die Scheibe gegen das Flugzeug. Doch bei Flug 5390 ist irgendetwas schiefgelaufen. Flugbegleiter Nigel Ogden kommt den Piloten zu Hilfe. Ich habe ins Cockpit geschaut und da lag die Tür des Cockpits auf den Kontrollgeräten und Tim drohte aus dem Fenster zu fliegen. Ich habe ihn schnell festgehalten. Zusammen mit zwei anderen Flugbegleitern hält Ogden den Kapitän fest, während Co-Pilot Acheson die Geschwindigkeit reduziert und den Sinkflug einleitet. Doch weil das Flugzeug langsamer fliegt, nimmt auch der Fahrtwind ab, sodass Captain Tim Lancaster aus dem Cockpit hinausgeschleudert wird an die Seite des Flugzeugs. Ich kann mich noch an seine Arme erinnern. Es schien, als ob sie länger und länger werden. Und niemals werde ich seine weit aufgerissenen Augen vergessen. Sein Gesicht schlug auf der Seitenscheibe auf, doch er hat nicht einmal geblinzelt. Ich sagte zu John, er ist tot. Er ist tot. Nur 35 Minuten nach dem Start landet Acheson die Maschine sicher auf dem Boden. Und wie durch ein Wunder, Captain Tim Lancaster hat den Unfall überlebt. Ich erinnere mich, wie sich die Windschutzscheibe vom Rahmen löste. Auf einmal war sie verschwunden. Ich merkte, wie ich aus meinem Sitz gezogen wurde. Und dann wurde das Ganze vollkommen surreal. Ich wusste, dass ich mich außerhalb des Flugzeugs befand. Ich sah das Heck der Maschine und die Triebwerke. Aber an viel mehr kann ich mich nicht erinnern. Tim Lancaster hing über 20 Minuten an der Außenseite des Flugzeugs. Doch er trug nur relativ geringe Verletzungen davon. Er brach sich den rechten Arm und das Handgelenk. Außerdem erlitt er Erfrierungen und einen Schock. 5 Monate später bestieg er schon wieder ein Flugzeug. Bei den darauf folgenden Unfallermittlungen fehlte zunächst jede Spur. Es fehlte die Windschutzscheibe und es gab Blutspuren im Cockpit. Die Außenhülle hatte einige Kratzer und Dellen, wie man es bei einem solchen Unfall erwarten würde. Aber wir hatten nur wenig Anhaltspunkte. Doch dann wird das Logbuch des Flugzeugs gesichert, in dem die Wartungen aufgeführt sind. Daraus erfährt Flugunfallermittler Stuart Culling, dass die Windschutzscheibe nur ein paar Stunden vor dem Start gewechselt wurde. Die Maschine wurde wohl gerade gewartet, aber sie haben nur die Windschutzscheibe ausgetauscht. Ich wollte genau wissen, was vor dem Start alles passiert ist. Bald finden die Ermittler die Windschutzscheibe
und mit ihr ein eigentümliches Beweisstück. Wir haben ein paar schmutzige Bolzen gefunden. Die meisten waren sehr klein, ein bisschen zu klein. Bei vielen Flugzeugen wird die Windschutzscheibe von innen befestigt. Der Kabinendruck wirkt auf die Scheibe und hält sie an ihrem Platz. Doch bei diesem Flugzeug wurde die Scheibe von außen angebracht, mit Befestigungsbolzen. Das heißt, die Windschutzscheibe und die Bolzen müssen dem Druck von innen widerstehen können. Eigentlich gibt es genug Bolzen. Das heißt, die Scheibe kann sich nicht so einfach lösen. Doch wenn man natürlich die falschen Bolzen benutzt, dann wird man zum Testpiloten. Carling befragt den Ingenieur, der die Maschine gewartet hat. Dabei erhält er einen entscheidenden Hinweis. Es kam heraus, dass die alten Bolzen noch in irgendeinem Mülleimer im Hangar sein könnten. So fanden wir etwa 80 weggeworfene Bolzen. Die alten Bolzen hatten die richtige Größe. Doch warum wurden bei der Wartung kleinere eingesetzt? Mit diesen haben Sie die neuen verglichen? Ja, genau, das habe ich gemacht. Das war wirklich ein wichtiges Beweisstück. Es war Gold wert. Der Wartungsingenieur entscheidet sich, die Windschutzscheibe nicht mit den alten Bolzen zu befestigen, sondern verwendet neue. Doch er überprüft nicht, welche Bolzen dafür notwendig gewesen wären. Letztendlich benutzt er Bolzen, die zwar so ähnlich aussehen wie die alten, doch sie haben ungefähr einen Millimeter weniger Durchmesser. Damit sind sie zu dünn. Sie können die Scheibe gar nicht richtig halten. Bei der Wartung am frühen Morgen verwendet der Ingenieur die falschen Bolzen, um die Frontscheibe zu befestigen. Stunden später gibt die Frontscheibe nach. Auf so etwas ist die Besatzung nicht vorbereitet. Trotzdem gelingt es ihr, das Flugzeug sicher zu landen. Doch der enorme Luftdruck im Flugzeuginneren braucht nicht erst schlechte Wartung, um ein Flugzeug auseinanderzureißen. Sobald es nur einen kleinen Fehler in der Konstruktion gibt, kann man sich schon in einem wahren Albtraum wiederfinden. Der Airbus A320, eines der weit verbreitetsten Passagierflugzeuge der Welt. Jeden Tag fliegen Tausende von Menschen mit diesem Flugzeugtyp. Und dabei passiert jeder einzelne Passagier einen offensichtlichen Schwachpunkt der Außenhülle, die Tür. Jedes Loch in der Außenhülle stellt eine potenzielle Gefahr dar. Deswegen wurde die Tür so konstruiert, dass man sie während des Flugs nicht einfach öffnen kann. Es ist im Grunde unmöglich, dass ein Passagier während des Fluges eine solche Tür öffnen kann. Die Türen bei einem Flugzeug sind so gebaut, dass sie etwas größer sind als ihr Rahmen. Wenn die Maschine startet und der Luftdruck im Inneren steigt, verriegelt sich die Tür automatisch. Die Tür wird von großem Druck an ihrem Platz gehalten. Und wenn man sie öffnen möchte, dann muss man sie erstmal aus ihrem Türrahmen bekommen. Doch nicht alle Flugzeugtüren sind so konstruiert. Und selbst Konstruktionen, die auf dem Papier perfekt aussehen, können in der Realität verheerende Schäden anrichten. 24. Februar 1989. Der Flughafen von Honolulu, USA. United Airlines Flug 811 startet nach Auckland, Neuseeland. Die geschätzte Flugzeit beträgt 9,5 Stunden. An Bord befinden sich 355 Personen und eine Menge Fracht. Die Türen schließen sich pünktlich und das Flugzeug hebt um 1.20 Uhr am Morgen ab. Sag ihnen, wir könnten sogar auf 33.000 gehen. Wir merkten, dass es 100 Meilen südlich ein Gewitter gab. Das war für die Zeit eigentlich ungewöhnlich. Deswegen ließ ich das Anschnallzeichen weiter an. Diese Entscheidung des Kapitäns wird Leben retten.
Die 747 steigt auf eine Höhe von 7000 Metern. Plötzlich hören die Passagiere, die in der Nähe des Frachtraums sitzen, ein merkwürdiges Geräusch. Es klang wie ein Schleifen. Ich hörte einen dumpfen Knall. Eine Nanosekunde später brach die Hölle los. Auf einmal hing ich an der Treppe und hielt mich am Geländer fest. Ich wusste sofort, dass es eine explosive Dekompression war. Alles im Flugzeug, das nicht verstaut oder gesichert war, flog durch die Luft. Der Lärm war unbeschreiblich. Die Frachtraumtür der 747 hat sich gelöst und einen Teil der Außenhülle abgerissen. Mit explosiver Kraft entweicht der Luftdruck aus der Kabine. Als ich nach oben schaute, sah ich dieses riesige Loch im Flugzeug. In der Kabine fehlten Sitze. Und ich wusste sofort, dass wir Passagiere verloren hatten. Alles vor uns war weg. Wir saßen ungefähr 15 cm von dem Loch entfernt. Vor uns und neben uns war nichts mehr. Die ganze Seite des Flugzeugs war weg. Unsere Füße hingen aus dem Loch heraus. Ich dachte zuerst, dass wir das nicht überleben. Ich hatte alle Hoffnung aufgegeben. Crew und Passagiere sind verzweifelt. Doch ein Flugzeug stürzt nicht gleich ab, nur weil eine explosive Dekompression stattfand. Flug 811 hatte plötzlich ein riesiges Loch im Rumpf. Das beeinträchtigt zwar massiv die Aerodynamik, doch bei früheren Konstruktionen wäre es vollständig auseinandergebrochen. Zwar hat sich die Tür vom Rumpf gelöst, doch die Nieten halten die Außenhülle zusammen. Allerdings stellt das riesige Loch eine enorme Belastung für das Flugzeug dar. Das Flugzeug muss möglichst schnell landen. Rechtes Ventil offen, Treibstoff ablassen. Wird abgelassen. Die Besatzung versucht, das beschädigte Flugzeug zum Flughafen von Honolulu zurückzumanövrieren. Auf einmal wurden wir langsamer. Ich dachte, oh mein Gott, wir sind gelandet. Wir sind tatsächlich gelandet. Das war vermutlich die beste Landung, die ich jemals gemacht habe. Als wir endlich am Boden waren, haben wir sofort alle 10 Notfallrutschen ausgefahren und die Flugbegleiter haben die Passagiere evakuiert. Der erfahrenen Besatzung ist es gelungen, United Airlines Flug 811 sicher zu landen. Doch während des Flugs wurden 5 Sitzreihen aus der Maschine gerissen und mit ihnen 9 Passagiere, die dort gesessen hatten. Einer der Passagiere war der Neuseeländer Lee Campbell, der auf dem Weg nach Hause war. Wir bekamen einen Anruf aus Chicago und man sagte uns, dass unser Sohn das Unglück nicht überlebt hat. In der Trauer um ihren Sohn taucht bei Kevin und Susan Campbell immer wieder eine Frage auf. Wie konnte das Flugzeug während des Flugs eine Tür verlieren? Lee darf nicht umsonst gestorben sein. Jetzt muss die Ursache aufgedeckt werden, damit so etwas nie wieder passiert. 2 Monate nach dem Unfall beginnt die NTSB mit vorläufigen Untersuchungen. Währenddessen nehmen sich auch die Campbells der Sache an. Sie wollen sich selbst die Aktenlage ansehen. Wir merkten schnell, dass das eine ganze Menge Akten war. Vieles davon war noch nicht an die Öffentlichkeit gelangt. Doch wir konnten unsere eigenen Ermittlungen beginnen. Die unveröffentlichten Dokumente zeigen, in der Vergangenheit kam es wiederholt zu Problemen mit der Frachtraumtür der 747. Die Türen der Passagierkabine öffnen sich nach innen. Die meisten Frachtraumtüren jedoch nach außen. So bleibt mehr Platz für Gepäck und andere Fracht. Während des Starts lastet der Luftdruck des Flugzeuginneren auch auf den Türen. Damit sie sich nicht öffnen können, war Boeing der Meinung, ein sicheres Schließsystem installiert zu haben.
Es werden immer gleich mehrere Schließsysteme eingebaut, und zwar so viele, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass sich die Tür öffnet. So will man sichergehen, dass die Tür wirklich verschlossen ist. Doch die Untersuchungen der Campbells bringen zwei gravierende Mängel der 747 Frachtraumtüren ans Tageslicht. Der erste betrifft das Schließsystem. Elektrische Motoren verschließen mit einer Drehbewegung die Bolzen im Türrahmen mit C-förmigen Riegeln. Anschließend sichert noch eine spezielle Sperre die offene Stelle der Riegel, damit sie nicht wieder geöffnet werden können. Doch bei Flug 811 funktionierte das angeblich sichere System nicht. Kevin Campbell baut ein Modell des Schließsystems, das die Türen der 747 verschließen soll. Hier zeigt sich der erste Fehler. Die Aluminiumsperre kann den Riegel nicht festhalten, wenn sich der Riegel plötzlich öffnet. Das Problem mit der Aluminiumsperre: wenn sich die Riegel aus irgendeinem Grund einfach öffnen, drücken Sie diese Aluminiumsperre einfach beiseite. Die Sperre erfüllt einfach nicht ihren Zweck. Doch warum sollten sich die C-förmigen Riegel wieder öffnen? Auf diese Frage haben die Campbells keine Antwort. Doch sie wissen, dass sie der Antwort auf der Spur sind. Während ihrer Untersuchungen erfahren die Campbells, dass zwei Jahre zuvor eine 747 von Pan Am kurz nach dem Start in Heathrow ebenfalls Probleme mit dem Druck hatte. Der Pilot war gezwungen, umzukehren. In Heathrow bemerkten sie, dass sich die Tür 3 Zentimeter geöffnet hatte. Alle Schlösser waren offen. Bei der Wartung kam dann heraus, dass alle Riegel entweder zerbrochen oder verbogen waren. Bei diesem Flug hatten die Passagiere Glück. Sie überlebten, trotz defektem Schließsystem. Doch warum hatten sich die C-förmigen Riegel geöffnet und die Sperren dabei verbogen? Die Campbells forschen weiter und stoßen auf einen Pan Am-Bericht, der verheerende Probleme mit dem elektrischen System der Frachtraumtür beschreibt. Wenn der Türgriff in seine Schließposition gebracht wird, sollte eigentlich die Stromzufuhr unterbrochen werden, damit sich die C-förmigen Riegel nicht mehr öffnen können. Doch bei diesem Mechanismus kam es wiederholt zu Störungen. Obwohl der Türgriff geschlossen war, lief die Stromversorgung dort noch. So konnten sich die Riegel öffnen und die Sperre beiseite drücken. Dieser elektronische Defekt und die schwache Sperre führten dazu, dass die Konstruktion dem Luftdruck von innen nicht widerstehen konnte. Jahre später veröffentlicht die NTSB auf Drängen der Campbells einen Bericht, der ihre Annahmen bestätigt. Dass die Tür sich ungewollt öffnete, hing mit einer Nachlässigkeit bezüglich des Schlosses oder der Verkabelung zusammen. Es ist schön, wenn andere Leute wissen, dass man die ganze Zeit recht gehabt hat. Die Unterstützung war also berechtigt. Ich hätte es mir nie verziehen, wenn wir nicht weiter geforscht hätten. Wir hatten beide das Gefühl, dass wir das einfach tun müssen. Da gab es überhaupt keine andere Möglichkeit. Nach dem Unfall von United Airlines Flug 811 tauschte Boeing die Schließsysteme aus. Auch Inspektionen werden seitdem häufiger durchgeführt. Nicht nur Boeing, auch wir haben unheimlich viel dabei gelernt. Über die Struktur der Flugzeuge, über ihre Wartung und über die Inspektionen. Seitdem auch Passagierflugzeuge immer höhere Schichten des Luftraums erobern, ist die Luftfahrtindustrie darum bemüht, den Risikofaktor Druckverlust auszuschalten. Nur allzu gut weiß sie, dass ein einziger Fehler zu einer schrecklichen Dekompression führen kann. Doch mehr als 18 Jahre nach dem Unfall von Flug 811 wurde sie mit einer weiteren, tödlichen Lektion konfrontiert. Es ist der 14. August 2005. Seit fast einer Stunde fliegt Helios Flug 522 über Athen schleifen. Helios 522, over.
Die Fluglotsen haben den Kontakt zu dem Flugzeug verloren. Die griechische Luftwaffe befürchtet einen Terroranschlag und entsendet zwei Kampfjets, die das mysteriöse Flugzeug kontrollieren. Einer flog hinter der 737, der andere war in der Nähe des Cockpits und versuchte, mit den Piloten zu kommunizieren. Die Piloten der Kampfjets können keine Schäden am Jet erkennen, aber auch kein Lebenszeichen. Alles schien in Ordnung zu sein. Es waren von außen keine Probleme zu erkennen. Sie haben nichts Auffälliges entdeckt. Plötzlich winkt jemand im Cockpit den Kampfpiloten zu. Doch kurz darauf verliert der Jet an Höhe und rast auf den Erdboden zu. Bei dem Absturz kommen alle 121 Insassen an Bord ums Leben. Es ist der schlimmste Flugzeugabsturz in der Geschichte Griechenlands. Innerhalb von Minuten sind die Rettungskräfte am Absturzort. Wir kletterten über die Hügel und erreichten die Stelle. Das, was wir dort sahen, war schlimmer als alles, was wir erwartet hatten. Dort waren überall Flammen. Es war schwarz und brannte. Überall lagen Tote und Flugzeugteile. Die Autopsien enthüllen ein weiteres Mysterium von Flug 522. Die Insassen starben erst, als das Flugzeug auf den Boden prallte. Sie sind weder an einer toxischen Substanz gestorben, noch durch eine Explosion. Sie starben erst bei dem Aufprall. Doch wenn die Passagiere bis zum Aufprall am Leben waren, warum haben die Kampfjet-Piloten kaum ein Lebenszeichen an Bord gesehen? Akrivos Tsolakis ist der Chefermittler bei diesem Fall. Er nimmt sich die Wartungsberichte der Maschine vor. Daraus erfährt er, dass am Unfalltag die hintere Tür auf undichte Stellen untersucht worden war. Bevor der Helios Jet zu seinem letzten Flug abhob, landete er auf Zypern mit einem Problem. Während des Flugs hatte die Crew laute Geräusche gehört und Eis an der hinteren Tür entdeckt. Um Probleme mit der Verriegelung der Tür auszuschließen, macht der Wartungsingenieur einen Drucktest, bei dem er nach einer undichten Stelle sucht. Bitte erklären Sie mir, wie Sie den Druck getestet haben. Ich bin in das Cockpit gegangen und habe das Auslassventil auf manuell gestellt. Digitale Druckkontrolle von automatisch auf manuell geschaltet. Die Triebwerke der Maschine sind abgestellt. Deshalb muss der Ingenieur die Luft mit der Reserveenergie in die Kabine pumpen lassen. Das ist, als ob man in einem Reifen nach einem Loch sucht. Man setzt die Kabine unter Druck und misst den Druck mit einem Barometer. Damit überprüft man, ob es ein Leck gibt. Auch ein normales, gut gewartetes Flugzeug ist nie vollkommen dicht. Es gibt fast immer undichte Stellen. Manche Flugzeuge sind undichter als andere. Deswegen muss man den Druck in der Kabine erhöhen. Der Drucktest ergibt, das Flugzeug befindet sich in guter Verfassung. Doch der Wartungsingenieur stellt das Auslassventil nicht wieder auf Automatik zurück. Die Techniker hätten den Schalter wieder auf Automatik stellen sollen. Der Besatzung fällt es nicht auf, dass das Auslassventil auf manuell steht. Deshalb wird im Flugzeug der Luftdruck nicht erhöht, sondern ist genauso niedrig wie in der Atmosphäre, die das Flugzeug umgibt. Damit befinden sich die Insassen in einer Atmosphäre, in der sie nicht überleben können. August 14. 2005. Der schlimmste Flugunfall der griechischen Geschichte erschüttert das Land. Flugunfallermittler durchsuchen die Wrackteile nach Hinweisen auf die Absturzursache. Kurz nach 9 Uhr am Morgen verlässt Helios Flug 522 Zypern auf dem Weg nach Athen. Die Crew weiß nicht, dass ein Wartungsingenieur ein paar Stunden zuvor das Auslassventil der Druckausgleichsanlage auf manuell gestellt hat. Der Kapitän und der Co-Pilot bemerken nicht, dass der Druckausgleich nicht automatisch geregelt wird.
Als das Flugzeug in den Himmel steigt, ertönt im Cockpit ein Alarmsignal. Was ist das? Die Startkonfigurationswarnung? Der Alarm warnt die Piloten, dass der Kabinendruck zu niedrig ist. Doch am Boden warnt der Alarm vor einem anderen Problem. Deshalb ordnen die Piloten den Alarm falsch ein. Ein entscheidender Fehler. Sie haben das Alarmsignal falsch interpretiert. Die meisten Crews haben in ihrer ganzen Karriere vermutlich nie mit einer solchen Warnung zu tun gehabt. Denn es kommt selten vor, dass der Druckausgleich nicht funktioniert. Tower, hier ist Flug 522, over. Flug 522, was kann ich für Sie tun? Wir haben eine Startkonfigurationswarnung. Können Sie das wiederholen? Während die Piloten mit den Fluglotsen am Boden nach einer Lösung suchen, wird der lebensnotwendige Sauerstoff in der Maschine immer knapper. Schließlich fallen die Sauerstoffmasken in der Kabine herunter, doch im Cockpit nicht. Im Cockpit fallen die Sauerstoffmasken nur deshalb nicht automatisch herunter, weil es dafür keinen Platz gibt. Außerdem könnten sie dabei irgendwelche Schalter treffen. Die Crew realisiert nicht, dass sie ein Problem mit dem Druckausgleich hat. Schließlich werden Pilot und Co-Pilot ohnmächtig. Es gibt zu wenig Sauerstoff zum Atmen. Eigentlich sollte Ihre Ausbildung die Piloten dazu befähigen, Probleme mit dem Druck zu bemerken. Denn es gibt so viele Hinweise darauf, beispielsweise Druck auf dem Ohr. Die Passagiere wissen nicht, dass im Cockpit niemand mehr zur Steuerung des Flugzeugs in der Lage ist. In Notfallsituationen pumpen Generatoren über den Sitzen Sauerstoff in die Passagierkabine. Doch dieser Sauerstoff reicht nur für 12 Minuten. Der Sauerstoff in der Passagierkabine ist nicht dafür ausgelegt, die Passagiere lange Zeit mit Sauerstoff zu versorgen, sondern nur so lange, bis die Piloten das Flugzeug auf eine niedrigere Höhe gesteuert haben, wo man auch so überleben kann. Doch beide Piloten sind bewusstlos. Sie können das Flugzeug nicht absinken lassen, sodass die Passagiere selbst atmen können. Stattdessen lenkte der Autopilot die Maschine nach Athen. Nach 12 Minuten hatten die Passagiere den Sauerstoffvorrat aufgebraucht und wurden ohnmächtig. Als sich die griechischen Kampfjets dem Flugzeug nähern, befindet sich nur noch eine Person bei Bewusstsein. Flugbegleiter Andreas Prodromou überlebte vermutlich so lange mit einem Vorrat aus mehreren Sauerstoffflaschen. Bis ins Cockpit schafft er es. Doch retten kann er das Flugzeug nicht. Athen, bitte kommen. Eine Person an Bord von Helios 522 bewegt sich. Auch der Treibstoffvorrat ist alle. Die Maschine stürzt ab. In den Wrackteilen finden die Ermittler schließlich die Reste des Kontrollpanels für den Druckausgleich. Sind Sie sicher, dass es genau so gefunden wurde und nichts bewegt wurde? Alle 121 Menschen an Bord von Helios Flug 522 starben, weil der Druckausgleich nicht mehr arbeitete, als die Maschine in den Himmel stieg. Mehr als 50 Jahre sind vergangen, seit die Ära der Passagierflugzeuge eingeläutet wurde. 50 Jahre mit schmerzvollen Lektionen darüber, wie Flugzeuge in mehr als 10 Kilometern Höhe sicher fliegen. Wenn man auf die Unfälle in den letzten 20 Jahren zurückschaut, erkennt man, dass wir immer etwas dazugelernt haben. Immer wenn man die Konstruktion der Flugzeuge verändert, können Probleme auftauchen, die es vorher noch nicht gab. Letztendlich sind es die vielen tragischen Unfälle, die den Weg bereiten zu technischen Innovationen, die das Fliegen immer sicherer machen. Bei vielen dieser Unfälle zeigte sich die gewaltige Kraft der explosiven Dekompression. Schon heute ist der Airbus A320 und jedes andere Flugzeug, das gegenwärtig gebaut wird, sicherer, als es die Maschinen der 50er Jahre waren. Und sie müssen sicher bleiben und vielleicht noch sicherer werden. Denn die Menschen verlassen sich darauf, dass Flugzeuge sie an Orte bringen, die sie vorher nicht so einfach und so schnell erreicht hätten.